Willkommen Leute zu Binding of Isaac Afterbirth. Einen kurzen Quickie mit 20 Minuten mit einem zufälligen Charakter. Nee, bloß nicht Erzerus, kannst mich mal. Ich habe übrigens, das ist übrigens mein dritter Aufnahmeversuch. Das zweite war Daily, der erste war Daily Challenge, weil ich dachte so, oh, mal kurz Daily Challenge, probieren wir mal aus und ja, toll. Lazarus, ein Schaden, zwei Treffer, tot. So nach dem Motto. Naja gut, also random auf normal. Bitte einen guten Charakter. Ja. Oh! Samson, okay, nicht weiter tragisch. Habe ich ja beim Erstversuch auch bekommen. Hat drei Herzen. Wenn man einen Treffer kriegt, dann, giftiger Serpent Kiss. Was war's nochmal? Was schießt man dann? Ach, ab und zu mal eine giftige Träne. Ja, ach stimmt, das ist ein, das ist auch ein von diesen Mascara. Stimmt, Eve. Das ist ein von den Eve-Gegenständen. Ich erinnere mich. So. Naja, so gut, ein schwarzes Herz ist auch nicht weiter tragisch. Aber also, man sieht's ja. Dunkler Charakter auf schwarzem Hintergrund. Ah, zumindest ist der, ja, Giftschaden ganz ordentlich. Gut. So, ja. Okay. So, okay, so lässt sich leben. Jetzt fehlen uns nur mindestens eine Bombe und einen Schlüssel. Ja. Wisst ihr, ich habe gestern nochmal darüber geredet, über die großen YouTuber, die, die sind immer irgendeinen Quatsch machen, den man immer mal nachsehen kann, weil, ja, Newstyle. Oder auch nicht so schnell wie der ganze Newstyle, aber schneller als Mr. Trashbag. Genau. Wisst ihr, man muss es auch so sehen. Ich meine, die meisten von denen... Erinnert euch mal zurück, vor 2 Jahren oder so ungefähr, da waren die null ein Thema. Also kann man auch davon ausgehen, dass die meisten von denen eh auch in... sagen wir mal ein, zwei, eineinhalb Jährchen. Sagen wir auch mal ein, zwei Jährchen, wahrscheinlich auch meistens immer weiter abäppen. So, hier hätte Destruction gepasst. Okay, das war's schon. Mal kurze Ebene. Und... Sieht es doch mal so. Die meisten der... Was ist denn bei diesen großen YouTubern meistens immer die Zuschauer, ne? Richtig, Jugendliche. Und was gucken sich Jugendliche meistens nicht gerne an? Ganz einfach, alte Leute. Die am meisten... Am besten natürlich auch die alten Leute, weil die zu tun, als wären sie jugendlich. Oder so versuchen sich irgendwie so mit denen zu connecten. Beziehungsweise die großen... die meisten von den Jugendlichen wollen ja mit Erwachsenen nichts zu tun haben. Also nach Motto, ich will mein eigenes Ding machen und Erwachsene sind auch eh langweilig, nicht wahr? Vor allem die auf Jugendlich machen, die sind auch noch extra peinlich, ey, nach dem Motto. Und sieht's mal so. Ich meine, ganz ehrlich, würdet ihr euch denn, könnt ihr euch vorstellen, dass ein Jugendlicher, die Jugendlichen in der Zukunft, die noch nicht geboren sind, ah, verdammt, egal. Glaubt ihr etwa, die wollen ein... Ah, gut, Damage Up. Glaubt ihr etwa, die wollen einen 40-jährigen oder 40-50-jährigen Apo bzw. Leon anschauen? Ich denke nicht. Die werden sich dann einschalten und dann sagen so, hä? Was redet der dafür? Was redet der Kerl dafür für einen Quatsch? Was von wegen, was will der hier? Der meint ja, ist auf Jugendlich und hä? Der hätte YouTube Deutschland geprägt und der würde die YouTube-Trends übernehmen. Hä? So ein Quatsch. Der ist ja total ungrün. Und dann schalten sie einfach weg. Genau, so wird das dann sein. Ach, das fünfte Element. Also muss man sich in dem Sinne auch keine großen Gedanken machen. Obwohl, ob sich jetzt die Leute, die Jugendlichen von morgen jetzt noch irgendeinen Gronkh anschauen würden, der schon so ein gewisses Alter erreicht hat. Ja gut, die Leute, die ihn jetzt ansehen vielleicht, aber die Jugendlichen, na wohl. YouTube ist ja auch nicht für ewig, nicht wahr? Beziehungsweise, alles, was mal hochkommt, geht auch mal runter. Ja, wie Plörbräu. Das Bier, das niemals still bleibt. Genau. Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Und mit Isaac, genau. Wenn man wieder Pech hat und einen schlechten Charakter bekommen hat. So, wir dürfen nicht so lange machen. Die Aufnahme soll nur 20 Minuten gehen. Beziehungsweise... Ah, stimmt. Jetzt habe ich einen Dreher gehabt. Beziehungsweise... Wir wollen ja nur bis Mom machen. Also ist es dann egal. Obwohl, ich habe schon 5 schwarze Herzen. Da kann man zumindest in dieser keine Gedanken machen. Naja. Otto, die Serie. Ja. Und nein, die Serie lief nicht zuerst auf Super RTL. Da wurde sie wiederholt. Die erste Mal lief sie auf Mitte 93, 94... 93, 94, könnte hier ein Geheimraum sein. Da müsste man vielleicht mal gucken. Ja. Mitte 93, 94 aufs RTL. Ja, damals. Mitte 90er RTL, als es noch gut war, in Anführungszeichen. Und anders. Ja. Okay. Toll. Kommen wir nicht ran. Super. Na gut. Ja.
bevor es dann übernommen wurde, irgendwann so Anfang 2000 von diesen anderen Typen da, diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Will ich auch gar nicht wissen. Lucifer vielleicht. Antichrist 2. Damien, genau. Moment mal, warum kriegen wir so viele schwarze Herzen? Haben wir irgendein bestimmtes Item dabei? Oder liegt das an Serpent Kiss? Könnte sein. Na gut. Ja, als sie irgendwie Anfang 2000 dann sich geändert haben, RTL, und dann eben so geworden sind, wie wir heute kennen. Komisch, dass sie das immer noch durchziehen. Aber wahrscheinlich denken die sich so, hey, never change a running system. Auch wenn das System ziemlich schlechten Ruf hat. Aber hey, wenn es funktioniert. So, kriegen wir ja zumindest ein... Okay. AAA-Batterie. Okay, so, okay. Gut. Ah, da habe ich schlechtes Gefühl. Oh, Balls of Steel. Okay, und eine Chariot. Gut. Okay, Temporary Flight und das Buch, mit dem wir extra Schaden haben. Ich würde den Fall lieber auf das Book of Belial gehen. Ah, da jetzt haben wir ja schon. Weil damit können wir ja den Schaden erhöhen. Gut, so. Ab in die nächste Ebene. So. Ist egal. Lassen wir den links liegen. So, springen wir in den Mittelfilm. Den interessiert eh keiner. Die haben wir wahrscheinlich eh schon in und auswendig. So. Einfach mal eine Sekunde warten. So. Super. Tja. Und, gut. Habt ihr euch mal letztens mal in eure alte Videospielsammlung mal reingeschaut, in die verstaubten Regale? Ich habe hier übrigens auch noch so ein Regal mit den ganzen alten Sachen, wo zum Beispiel auch neben diversen CD-Rohlingen, beschrifteten CD-Rohlingen, auch ein paar Spiele sind, die ich nie wieder angefasst habe. Oder auch Spiele, die ich einmal ausprobiert habe und die danach dann nie wieder. Obwohl das war eigentlich eher der schlechten Hardware der damaligen verschuldet. Wie zum Beispiel das erste Gothic, das habe ich hier noch. Das habe ich irgendwie 5 Minuten gespielt und dann wieder ausgemacht, weil, tja, auf meinem alten Rechner damals lief das ziemlich ruckelig. Ah, Doppelschuss. 2020, Doppel-Doppel. Ja, jetzt müssten wir hier Brimstone haben, dann wäre es praktisch. Dann hätten wir doppelt Brimstone oder doppelt Epiphytis. Naja. Und ja, da habe ich dann irgendwo mal reingeschaut hier und da habe ich neben der alten... Ich glaube, das kennt keiner mehr. Die alte CD-Version von... ja, stimmt, das kriegt man aus Serpent Kiss. Wie heißt es? Bestseller Games Gold. Genau, so hieß ja dieses Magazin, was von diesem kleinen Verlag rausgekommen ist, der... Ich glaube, der macht auch... Ich glaube, die machen heutzutage... Ich glaube, die hängen mit diesem... Wie heißt der? Diesem Pearl-Versand zusammen. Stimmt, weil da ja dick groß Werbung immer drin war in dem Magazin. Dieses Bestseller Games Gold oder Bestseller Games... Dieses Anfang 90er Magazin, das irgendwie, was war es? Ich glaube 14 Mark oder so gekostet haben. Ja, 14 Mark, das ist viel Geld. Also damals war es zumindest so. Ah, verdammt, ich hätte da hinten noch mal hingehen müssen. Komm, machen wir schnell. Wo immer Fallversionen von eigentlich relativ bekannten bzw. guten Spielen, die man auch heutzutage noch kennt, immer drin waren. Wie eben die ganzen LucasArts-Geschichten oder auch mal sowas ausgefallenes wie Bad Mojo oder Erben der Erde. Dieses postapokalyptische Fantasy-Spiel, was aber gar kein Fantasy ist, weil, okay, da können wir nicht rein. Das lohnt sich erst ab 15. Was aber gar kein Fantasy ist, sondern in Wirklichkeit postapokalyptische Science-Fiction, in denen, wie war das nochmal, alle Tiere zu anthropomorphen Mensch-Tierwesen geworden sind. Und von Menschen sieht man noch über welche, irgendwelche, wie heißt es? Alte Ruinen. Also, Quatsch gesehen, wie, The Genera Chronicles. Ihr wisst ja, diese Serie, die letztes Jahr rauskam mit diesem... So, ach stimmt. Real. Hätte ich beinahe vergessen. Mit diesen, jugendlichen Fantasy-Welt, wo gleich schon eigentlich schon im Intro der große Twist verraten wurde, der erst in den Büchern von, oh Gott, wie hieß der denn? Irgendwas mit Terry. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Oh, ein Leben extra. Ja gut, können wir ja an Satan hier. Oh! Oh, okay. Gifts, nehmen wir ihn mit oder lassen wir ihn liegen? Weil wir kriegen ja schon... Ach komm. Da gibt er uns immer nach 2 kompletten Herzen ein schwarzes Herz. Oder ein silbernes Herz. Na egal. Silbern oder schwarz. Hauptsache etwas. So. Ist es jetzt, gewagt, jetzt mit 2 Herzen reinzugehen? Ah, egal. So. Und, ja, Gott, die Serie war bescheuert. Ich meine, es hieß die ganze Zeit, wir müssen zu diesem geheimen Platz da, um unseren,
heiligen Baum zu retten, der das Böse, die bösen Orks da zurechthält. Und ich weiß nicht, diesen Schwarzmagier, der wahrscheinlich in Wirklichkeit, weil es ist ja eigentlich erst Science Fiction, in Wirklichkeit gar kein Magier ist, sondern wahrscheinlich irgendein Mutant, der mit irgendwelchen Nano-Machines hantiert, die für Zauberei halten. Naja. Und ja, da heißt es die ganze Zeit, wir müssen da hinlaufen und dann lassen sich natürlich auf dem Weg wieder, aufhalten und dann rennen in irgendwelche Fallen oder in eine Burg, in denen dann ein Elf da drin ist, der sich in Wirklichkeit rausstellt, dass er voll der Psychopath, Schrägstrich, wie heißt das? Ah, kriegen wir immer Wish Granted. Was war das nochmal? Give me a moral, don't remember. Ah, stimmt, da können wir den. Ach, stimmt, da können wir die Ebene rerollen. Da müssen wir sie nochmal machen. Genau, so war das. Ah. So, und, ja. Dass ich da als Folterkech rausstelle, genau so war das, ja. Und, ja, die Serie war nicht besonders gut. Weil, wie gesagt, es hieß die ganze Zeit, ja, wir müssen da extra hinlaufen, das dauert ewig, lassen sich auf dem Weg immer aufhalten und so weiter. Aber, wo sie dann echt da sahen und dann echt Heilung da, dieses komische Blut oder was auch immer das war, genau. Aus diesem Schrein, um ihren heiligen Baum da zu retten. In dieser komischen Elfenstadt, in der man irgendwie gefühlt, von oben sieht man irgendwie tausend, am Anfang in der ersten Folge schon sieht man irgendwie gefühlt tausend Häuser, beziehungsweise Baumhäuser, wie natürlich Elfen, nicht wahr? Das Klischee. Aber in den Szenen, in denen man Leute sieht, wie zum Beispiel diesen Thronsaal, wo dieser Typ da, der Sohn da gekrönt wird, sieht man irgendwie gefühlt 10 Leute. Ja. Genau. Immer da ist immer zwei. Na, egal. Kriegen wir auch noch einen, ja. Sieht man irgendwie gefühlt 10 Leute. Ja gut, man muss es auch so sehen. Es ist eine MTV-Serie und nicht irgendwie hier. Wie heißt es? Lovecraft. Nein, Lovecraft, Quatsch. Lovecraft, ja. Lovecraft wäre auch mal ganz nett, wenn man da mal was rausmachen würde. Was Authentisches. Da wieder was Serienmäßiges oder ein Film. Wobei, The Toro macht ja wieder hier einen Film mit, was war das nochmal? 50er Jahre? Luck Up. Wie war das nochmal? 50er Jahre Setting in ein Labor unter der Erde verliebt sich eine Büroangestellten, die zufälligerweise auch taubstumm ist, in einen Fischmenschen, der in einen, wie heißt das, in einen Wassertank da gehalten wird. Interessantes Konzept. Und wie heißt der? Ja, The Shape of Water. Die Form von Wasser. Hm, könnte interessant werden. Obwohl, es ist Del Toro. Da ist immer ein bisschen Lovecraft drin. Naja. Und bei dieser Serie, na gut, es ist eben nicht Game of Thrones, es ist MTV. Erinnert ihr euch noch an MTV damals, als da noch im Fernsehen, als da noch Musik lief, ne? Wegen MTV? Ja, ja, lang ist her. Obwohl, 11 Minuten. Erkunden oder nicht erkunden? Nee, lassen wir das stehen. Wir haben ja Book of Belial und fast komplett nur schwarze Herzen. Ich denke, wir schaffen das. Und im schlimmsten Fall mache ich dann Chariot an und dann können wir dann, wie heißt das? So, nehmen wir mit. Dann können wir den Gegner, den Boss auch nochmal schaden. So, Stain. The Stain, nicht The Strain. Ja. Ist übrigens auch eine ganz okay Serie. Finde ich, obwohl sie wohl, wie die meisten Leute sagen, auch sehr Logiklöcher hat. Oder also doch sehr viel. Nee, Shoveled. Kannst du nicht mal. Nee. Auch wenn die Serie ein bisschen. Naja. Obwohl, gehen wir mal zu Satan. Hätte ich beinahe übersehen. So. Evil Up. Nee, Quatsch. Evil Up. Schaden ab. Obwohl. Na, wir haben schon maximal Schaden. Nö. Lassen wir mal. Lass mal liegen. Lass mal rein. Behalten wir bei die zwei Herzen. Ja. Und wie gesagt. Ach ja, stimmt. MTV gibt es ja gar nicht mehr. Obwohl, doch, stimmt. Es gibt MTV noch. Es läuft dafür aber nur noch auf PayTV von. Wie hieß der Verein? Stimmt. Sky. Genau. Wir sind Sky. Ihr kennt uns vielleicht noch als. Verdammt. Ihr kennt uns vielleicht noch als Premiere. Beziehungsweise Premiere World. Obwohl, Premiere World, muss ich sagen, war gar nicht so übel, weil die hatten ja hier ihr K-Toon, oder noch diesen anderen Sender, Spartensender, wo sie hier auch die ganzen Anime-Geschichten. Okay, gib uns Justice. Okay, ein halbes Herz reicht ihnen leider nicht. Gierschlund.
wo sie dann eben auch so schon ein paar schöne Animes gesehen gezeigt haben, die man heutzutage irgendwie gar nicht mehr sieht. Wie zum Beispiel, was war zum Beispiel das? Raiden in Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Okay, im Grunde genommen war es eigentlich sowas wie. Power Rangers. Nur halt in Anime-Form. Aber das Konzept war ganz witzig und. Dass die da halt, verdammt. Dass die da halt, diese Steine, die sich an, wie heißt das, an Sternzeichen orientieren, wie heißt das? Die müssen den Skorpionstein finden und den, Waagestein und den, wie heißt das? Ah, Kristall war es, genau. Finden, weil sonst wird dann dieser Lemon, oder wie heißt der Bösewicht nochmal bei Raiden? Lucifos oder ne, Le Demon oder so ähnlich, genau, ja. Ah, Angriffsspinnen, genau. Und müssen sie dann finden, diese 12 Sternzeichensteine, sonst natürlich kommt dann das Ende der Welt. Und oh, Spoiler, Leute, wisst ihr was? Am Ende gibt es sogar, gibt es das Ende der Welt. Schocker. Ja. So was sieht man auch nicht oft, dass in einer Serie für Kinder am Ende die Bösen gewinnen, sozusagen. Und dann ist die Welt total zerstört. So richtig so Mad Max-mäßig. Mit kaputten, schief im Boden stehenden. Ah, verdammt. Boden stehenden. Ah, ist ja egal. Kriegen wir hier wieder rein. So. In Boden stehenden Hochhäusern. Und dann sind die Helden total zerstritten und müssen wieder zusammenkommen. Und dann die Welt davon von der kompletten Zerstörung befreien. Ja, es war ganz witzig. Und natürlich ganz wichtig, City Hunter. Eventuell kennt ihr die Verfilmung mit Jackie Chan. Die 92-93er Verfilmung. Die, naja, nicht so hundertprozentig an der Serie dran war oder an den Original, weil, naja, sieht mal so, es ist, Soul Protection. Ah, stimmt, das ist, was war das? Ist das eine Bibel? Book of Revelations. Nö, stimmt, brauchen wir nicht. Nee, bleiben wir lieber bei Book of Belial. Weil, naja, sieht man so, es ist Jackie Chan. Und was ist Jackie Chan nicht? Natürlich ein Aufreißer-Typ, weil es macht Sinn. Und was ist der City Hunter, beziehungsweise Ryu Saber? Ganz genau, ein Schürzenjäger, wie man so schön sagt. Und was ist Jackie Chan nicht? Natürlich ein Schürzenjäger, deswegen passt es irgendwie nicht so ganz rein. Und natürlich kämpft er. Naja, und Jackie Chan ist halt der Virtual Arch mit Faustkick und wie heißt das? Faustkick. Kick Punch is all in the mind, genau. Are you wizard? Schlechtes Item. So. So, was haben wir denn da? The Jar of Flies, das heißt, wir können die Fliegen sammeln und wenn wir dann, wenn wir dann drei oder so zusammen können wir drauf drücken, dann haben wir Angriffsfliegen. Nö. Mag mich alles nicht. Nee, passt nicht. So. Aber, naja. Und, naja, was macht Jackie Chan in Film natürlich, wie man erkennt, nämlich Martial Arts. Und was macht er, Ryu Cyber? Natürlich, er kämpft mit, er ist ein Waffenexperte, der zum Beispiel auf gefühlt 100 Kilometer einen Attentäter den rechten Zeigefinger wegschießen kann, damit er dann so nach so dem Motto, ich töte dich nicht, ich bestrafe dich damit, dass du keine Waffen mehr abfeuern kannst. So nach dem Motto, interessantes Konzept. So, ab in den nächsten Raum. Wir sind ja schon wieder mit 20 Minuten. Fast 20 Minuten. So. So. Komm, ja, so mag ich das. Bleib einfach in der Ecke. Mach gar nichts. Lass dich einfach treffen. Ah, verdammt. Wisst ihr was? Ist keine große Sache. Ist eh ein halbes Herz und wir kriegen dazu nochmal extra Schaden. Geil. So, stirb. Und er sagte, stirb. So, okay. Na, was gibst du uns? Oh, komm, holen wir uns doch das andere Silberherz. So. Lauf. Aber, na, der Film ist eigentlich ganz witzig. Hm. Ja. Das war eigentlich doof. Ja, stimmt, ja. Schwarzes Herz verteilt das silberne. Lebenherz. Quatsch. Silberherz, genau. Aber der Film, ja, gut, kann man sich angucken. Ist einer von den. Eigentlich, wenn man es so sieht, auch einer von den guten Jackie Chan-Filmen. Vor allem die Szene, wo sie Street Fighter verarschen. Ja, da, genau. Okay, ja, Jackie Chan als Chun-Li. Und wie hieß er nochmal? Gary Daniels als Ken. Genau. Das war, ja,
Man sieht schon, der Film nahm sich nicht so ernst. Oh, habe ich übrigens noch eine alte Aufnahme? Stimmt, ich habe ja noch eine alte Aufnahme von City Hunter. Müssen wir mal aussuchen. Stimmt, ich habe ja auch einen alten. Ich habe ja auch einen alten SVSK Videorekorder. Erinnert euch jemand noch daran? Remember, Chipaka? Genau. Mist. Ah, ich hasse das, genau. Da muss man nachsehen. Stimmt, ich habe ja auch noch diese alten 5-Stunden-Aufnahmen von, wie heißt es, von Vox, aka hier DCPT-Plug, oder wie das heißt. Stimmt, die haben ja damals so Ende 90er, Anfang 2000er. Ah, oh, scheiße, wir sind schon 20 Minuten. Verdammt! Ach, Mann. Okay, dann besiegen wir noch Mumm, genau. Besiegen wir noch Mumm und dann beenden wir das hier. Ah, oh, Mann, ey. Mistviecher, genau. Jetzt habe ich extra wegen euch wieder Zeit verloren. Danke sehr, genau. So, Guillotine, macht uns den Koffer, dann fliegt dann der Kopf rum, wir können mit dem Körper wegen. Nee. So, komm, stirb. Und er sagte, stirb. So, komm. Die waren eigentlich gar nicht so übel. War auch ganz interessante Sachen dabei. Ja, ach stimmt. Und auch, was man da sehen konnte, war... Ich glaube, das kennt auch keiner mehr. Slayers. Nein, nicht die Band. Nein, Slayers, der Anime. Lina Inverse. Die ist ein... Nicht Science Fiction, klar, das war Fantasy. Lina Inverse, die, die skrupelloseste und gerissenste Demon der Welt. Und was will sie im Gegensatz zu anderen Fantasy-Leuten? Nein, sie will nicht die Welt retten. Und oder irgendeinen bestimmten Schatz oder sich irgendwas für irgendwas rächen. Nein, sie will einfach nur Kohle machen. Beziehungsweise den größten Schatz der Welt finden. Oder Schätze in dem Fall. Um, um sich vollfressen zu können. Oder sich mal richtig was zu gönnen. Ja. Und als Kumpel hat sie Gaui. Stimmt, dieser Schwertkämpfer mit der blonden Tolle, genau, stimmt. Ja, mit dieser blonden Frisur, dieser blonden Wuschfrisur, genau. Wuschfrisur, so ist der originale Titel, genau. Der sie die ganze Zeit am Anfang nur beschützen oder retten möchte, weil er so denkt so, oh, du bist eine Frau, ich muss dich retten. Und ich bin ja schließlich ein klassischer Klischee-Fantasy-Held mit dem großen Schwert, ich muss dich beschützen. Ja, da wurde so ein bisschen auch so auf diese Klischee-Fantasy-Klischees eingegangen in der Serie. Ja, die war gar nicht mal so übel. Natürlich sehr japanisch, aber... Ja, ach ja, man muss sich natürlich auch... Man muss auch keine Angst haben vor der Serie, falls ihr mal nachchecken wollt. Von wegen, oh, Gaui wird ja immer so tun, als wäre sie irgendwie so das voll das arme Liebchen. Und das wird er... Und selbst egal, wie oft sie ihn darauf hinweist, wird er immer wieder so tun. Nein, Leute, keine Sorge. Die Charaktere... ist ja auch ziemlich... Die lief ja auch ziemlich lang. Ich glaube, irgendwie auch so ein paar hundert Folgen. Ja, genau. Ja, komm, Mann, ich werde dich fressen. Und vergiften. Geil. Komm, ja, stirb. Du verdammte Alte. So. Die lief ja auch ziemlich lang, die Serie. Und keine Sorge, die Charaktere entwickeln sich ja weiter. Und es kam ja auch immer jeder Staffel auch neue Charaktere hinzu. Also eigentlich genau genommen, wie man es auch von... Yay, Isaac! Oh, wo gehen wir denn hin? Ich gehe mal nach oben. Aber das sieht ja ein Offscreen. Also ich werde das so machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Gut. Okay, Leute. Naja, gut. Sollten wir 20 Minuten laufen. Ja, wir sind wieder 23 Minuten. Verdammt. So. Was haben wir hier? Oh. Ah, kommen wir mal kurz rein, ob das vielleicht eventuell eine... Trollbombe! Natürlich! So, zwei Bomben, zwei Spinnen. So, das hat sich jetzt eher nicht gelohnt. Naja, zumindest kann ich dann hier den, wie heißt das, Book of Filial auffrischen. So, komm, gib mir nochmal. Ja, trifft beide. Tja. Ach stimmt, und nochmal zurückzukommen zu Legend of the Quatsch, Genera Chronicles, Sci-Fi-Fantasy, genau. Wisst ihr, was der große Gag war in dieser Serie? Es hieß die ganze Zeit, oh, ihr müsst ewig lang dahin reisen, nach Dingsbums, nach San Francisco, was nicht mehr San Francisco heißt, weil wir wissen ja nicht mehr, wir wissen das ja schließlich nicht mehr, es ist ja schließlich 1000 Jahre her, dass die Menschheit sich Saturn gewohnt hat oder was auch immer. Und, ja, dann brauchen sie irgendwie eine ganze Scheißstaffel dahin zu kommen mit ihren Pferden und dann werden sie auf dem Weg nochmal aufgehalten und dann kommt noch super Ork und so weiter und so fort. Und wisst ihr was? Sie kommen dahin, holen dieses komische Blut da, um den, um ihren komischen super heiligen Baum dazu
zu heilen. Und was was ist, am Ende rennen, wo sie dann im Finale dann dahin müssen zu dieser, zu ihrer Elfenstadt, nehmen sie einfach die Pferde, rennen dahin und sind innerhalb von einer Folge da. Hä? Einfach mal, ja, wir haben eine Abkürzung genommen. Ja, da haben wir uns wohl überlaufen. Hä? So, ja, einfach mal eben so, komm, wir können jetzt hier, wir haben noch eine Folge, müssen wir eben das überspringen. Hä? Naja, also, Legend of Shannara, Quatsch, Chronicles of Shannara, nicht gucken. City Hunter, City Hunter Filmung oder Slayers, checkt das mal aus. Genau. Also Leute, bis dann. Ciao.